Hey du. Hallo. Mach's gut.
Gott! Ah. Du greifst mich an! Nun hat er sich ungestraft an meinen Jungs! Wo willst du hin? Hier darf niemand durch. Was ist hier eigentlich los? Du fragst mich, was hier los ist. Wirf dich in den Staub und huldige dem Schläfer, denn just in diesem Moment erwacht er und wird alle Ungläubigen vom Antlitz dieser Welt verbannen. Wollte mich nur umsehen. Du Wurm! Du und deinesgleichen haben hier nichts zu suchen, wenn der Schläfer erwacht. Ich werde dich aus dem Weg räumen müssen. Wo willst du hin? Du kannst mich nicht aufhalten. Wie du meinst, Junge! Für den Schläfer! Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den 5 Herzen auf sich hat. Die 5 Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in 5 Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den 5 Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt.
Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht... Was ist los mit dir? Ich muss...
Ach.